Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich die letzte Pressekonferenz vor der Bundestagswahl mit Ihnen gemeinsam bestreiten darf. 6 Tage noch, es ist dann aber auch Zeit. Ich will mit was sehr Erfreulichem beginnen, nämlich mit der Meldung, dass die Eintrittswelle in die Partei Die Linke anhält. Wir haben diese Woche die Marke von 60.000 überschritten. Das ist der höchste Wert seit 2014. Wir haben alleine in diesem Jahr über 5.000 Neueintritte bisher und ich gehe davon aus, dass wir das auch in den verbleibenden Wochen bis zum Jahresende noch fortsetzen können, sodass das nach einem sehr schönen Bundestagswahlergebnis, wovon ich ausgehe, für uns auch ein sehr schönes Jahr wird bei der Frage der Mitgliederentwicklung für die Partei Die Linke. Und ich weiß, ich merke das im Moment, wenn ich im Wahlkampf unterwegs bin, dass in allen Kreisverbänden derzeit die Erfahrung gemacht wird, dass überall vor allen Dingen junge Leute in die Partei eintreten und mitmachen wollen und das natürlich eine wunderbare Motivation ist für die letzten Tage in diesem Wahlkampf. Erstes Thema, es ist angekündigt worden, am Wochenende haben, genau gesagt, gestern FDP und Grüne sich nochmal positioniert. Ich habe jetzt an mehreren Stellen gelesen, dass es da um Platz 3 ginge, um das Match um Platz 3. Ich will darauf hinweisen, dass die Grünen sich freuen können, wenn sie Platz 5 erreichen, aber daran will ich mich jetzt nicht festbeißen. Es ist an diesem Wochenende jetzt nochmal in sehr schöner Klarheit deutlich geworden, wovon wir auszugehen haben. Beide Parteien haben sich mehr oder weniger festgelegt. FDP und Grüne haben sich festgelegt, sie wollen sehr gerne mit Frau Merkel, mit Herrn Schäuble und mit Herrn Seehofer eine neue Bundesregierung bilden. Ich bedanke mich für diese Klarheit, wenngleich ich das politisch für das Land durchaus bedauere. Auch das will ich sagen, weil das die Chance auf einen Politikwechsel nicht gerade vergrößert, aber für Wählerinnen und Wähler sind die Sachen damit klar, wer für einen Politikwechsel am 24.09. votieren will, für eine soziale Offensive votieren will, der kann und muss sein Kreuz bei der Partei Die Linke machen. Ich will deutlich sagen, dass ein Regierungseintritt der FDP die Frage der sozialen Ungleichheit in unserem Land, die ohnehin schon sehr beklagenswert ist, noch einmal deutlich zuspitzen würde und alles andere als ein Beitrag zum sozialen Frieden wäre. Und das Agieren der Grünen lässt mich nur noch ratlos zurück. Es werden viele Worte, viele gut klingende Worte benutzt. Am Ende wird der Eindruck erweckt, man könne progressive Politik mit Schäuble, Seehofer, Merkel und Christian Lindner machen. Wer am Sonntag grün wird, wird sich schwarz ärgern. Diese Erfahrung haben wir bei vergangenen Wahlen schon gemacht und das wird auch bei dieser Bundestagswahl der Fall sein. Wir werden als Linke am Sonntag und bis zum Sonntag um den dritten Platz kämpfen. Wir wollen diesen dritten Platz verteidigen. Es geht an diesem Sonntag nicht zuletzt auch darum, ob neben einer unionsgeführten Bundesregierung eine Opposition Platz nimmt im Deutschen Bundestag, die angeführt wird durch politische Kräfte, die den nationalen Egoismus nach vorn stellen oder die für eine soziale Offensive in diesem Land streiten. Das ist die Alternative am Sonntag und wir werden bis zum letzten Tag um diesen dritten Platz kämpfen. Ich will etwas sagen zum Thema Rente. Wir haben letzte Woche erleben können in der ZDF-Klartext-Sendung, wie die Bundeskanzlerin mit einem sehr konkreten Fall konfrontiert worden ist, mit einer Gebäudereinigerin, die 40 Jahre eingezahlt hat und jetzt mit einer Rente von 656 Euro konfrontiert ist. Und sie hat gefragt, warum es eigentlich nicht möglich ist, dass sie eine Mindestrente von 1.000 Euro erhält wie in Österreich. Die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, dass das Modell wohl besser wäre, in diesem Fall in Österreich. Da hat sie recht. Meine Frage wäre nur, warum wir das dann nicht ändern. Und die Rente ist eine Schlüsselfrage auch bei dieser Bundestagswahl. Ich will gerne aufzeigen,
Worin der Unterschied besteht zum österreichischen Modell, das ist deckungsgleich mit sehr vielem, was auch in unserem Rentenkonzept enthalten ist und wofür wir streiten. Das eine und das erste ist, das Rentenniveau in Österreich ist nicht gekürzt worden. Wir haben im Moment in Deutschland ein Rentenniveau von 48% und es soll nach dem Willen der Großen Koalition weiter sinken auf 43%. In Österreich haben wir ein Rentenniveau von ungefähr 80%, was dazu führt, dass der Durchschnittsrentner in Österreich 800 Euro mehr hat als in Deutschland. Der zweite Unterschied ist, es gab keine Teilprivatisierung der Rente wie in Deutschland unter dem Stichwort Riester, sondern das Geld fließt komplett in die gesetzliche Rente. Der dritte Unterschied ist, die Arbeitgeber zahlen mehr als die Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer in Österreich zahlen einen Beitragssatz von 10,25%, in Deutschland sind es 9,35%, allerdings kommen noch 4% für die Riester-Rente hinzu. Die Arbeitgeber zahlen in Österreich einen höheren Beitrag als die Arbeitnehmer, 12,55% gegen 10,25%. Das macht ein Rentenbeitragsniveau von 22,8% in Österreich etwas, was eine gute und armutsfeste Rente sichert und trotzdem kein wirtschaftliches Risiko darstellt. Es gibt darüber hinaus eine schon angesprochene Mindestrente, die sogenannte Ausgleichszulage aus Steuermitteln. Nach 30 Versicherungsjahren gibt es einen Anspruch auf 1.000 Euro Mindestrente. Und letztlich, es gibt einen Rententopf, in den alle einzahlen. In diesen Rententopf zahlen eben auch Beamte, Politiker und Manager ein. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch noch mal wiederholen, dass wir Wert darauf legen, dass wir dieses Prinzip auch in der Bundesrepublik einführen. Und es wäre ein wichtiges Signal, wenn Politikerinnen und Politiker, die Ministerinnen und Minister, die Abgeordneten mit gutem Beispiel vorangehen und in Zukunft in diese gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und ihre Ansprüche auch daraus erwerben. Es wäre ein wichtiger Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit und es wäre auch eine Versicherung gegen weitere willkürliche Rentenkürzungen, weil jeder davon ausgehen kann, dass wenn die Bundestagsabgeordneten von dieser gesetzlichen Rente mit abhängig sind, dass weitere Rentenkürzungen oder die Verlängerung der Lebensarbeitszeit unter ganz anderen Debatten stattfinden, als das im Moment der Fall wäre. Das alles kostet natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Es wird auch immer darauf hingewiesen, dass in Österreich die Zuschüsse aus Steuermitteln höher sind als in Deutschland. Ich will ein Beispiel zur Refinanzierung nennen. Der Staat gibt im Moment gut 10 Milliarden dafür aus, Lohndumping zu subventionieren, also aufzustocken. Wenn wir den Mindestlohn auf ein Niveau anheben, wie wir ihn vorschlagen, zum Beispiel 12 Euro, dann könnten wir diese 10 Milliarden Aufstockerleistungen einsparen und hätten weitere Mittel für zum Beispiel die Rentenversicherung zur Verfügung. Ich will darauf hinweisen, die Rücknahme beispielsweise der Rente erst ab 67 würde 7 Milliarden Euro kosten. Ich will zu einem zweiten inhaltlichen Thema kommen, zum Thema Wohnen und Miete. Es ist vor einigen Tagen die aktuelle Studie der Böckler-Stiftung vorgestellt worden. Gut 1 Million Haushalte in Deutschland mit rund 1,6 Millionen Menschen in 77 untersuchten Großstädten geben mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aus. Etwa 1,3 Millionen Großstadthaushalte haben nach Abzug der Mietzahlung nur noch ein Resteinkommen, das unterhalb des Hartz-IV-Regelsatzes liegt. Das ist eine dramatische Entwicklung und Wohnen, was im Übrigen ja ein Menschenrecht ist, wird zum Armutsrisiko in Deutschland. Die Mietpreisbremse, für die sich die Große Koalition gerne feiert, das muss man so deutlich sagen, ist kläglich gescheitert. Ich will drei Dinge nennen, die wir vorschlagen, um dieses gravierende Problem anzugehen. Erstens, wir brauchen eine funktionierende Mietpreisbremse, die flächendeckend, bundesweit, unbefristet und ausnahmslos gilt. Und bis sie in Kraft ist, brauchen wir ein Moratorium weiterer Mieterhöhungen. Zweitens,
Mieterhöhungen ohne Verbesserung des Wohnwertes müssen unzulässig sein. Und drittens will ich erwähnen, dass wir dringend und sehr spürbar zulegen müssen beim sozialen Wohnungsbau. Die öffentliche Hand muss in den nächsten Jahren massiv in diesen Bereich investieren. Herzlichen Dank.